Was geht ab, meine lieben Friends? Herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Be ready for the game, meine lieben Freunde. Hoffentlich habt ihr abgecheckt mein letztes Video. Da haben wir mit Joe Frazier gegen Deontay Wilder gespielt. Wir haben den Gegner zu Ragefit gezwungen und natürlich dementsprechend dann auch gewonnen. War ein super Fight. Joe Frazier spielt sich absolut Hammer nach dem Update. Allerdings machen wir dann heute nicht. Ich werde mal heute mal mit Daniel Jacobs mal spielen. Versuch mal mit ihm zu kämpfen. Schon lange mal nicht gefightet, mein lieben Freunds. Ja, hoffe, euch geht es gut. Euren Familien, Kinder, Verwandten. Ich kann es nicht genug oft sagen. Gesundheit ist das Wichtigste. Alles andere ist das Nebensache, mein lieben Freunds. Meine Familie, meinen Kindern geht es fabelhaft. Danke, lieber Gott, dafür. Meine lieben Freunde, sobald wir einen Gegner gefunden haben, werde ich mich gleich. Bis gleich. Oh, Freunde, wir haben einen Gegner gefunden. Schau mal, wer gegen uns kämpft. Dragon. Level 21 mit Saul Canelo Alvarez gegen uns Level 41. Der hat, boah, was für Stats, sondern 105 Siege, 53 Niederlagen, ein Unentschieden, meine lieben Freunde. Tippen wir doch weiter. Es könnte ein Fight sein. Sehr, sehr schwerer Fight. Werden wir mal gleich sehen, meine lieben Friends. Saul Canelo Alvarez, die mexikanische Maschine, meine lieben Friends. Er ist ja super. Und powerful. Okay. You can tell he's stronger, but he's not faster. Wir müssen uns bewegen. Dragon. Okay. Bewegen, abwarten. Gegner vielleicht lesen, was er tut, was er fordern hat. Okay. Alvarez versus Daniel Jacobs again in their first fight. It was guter Power Shot Body. Dann noch mal ein Leber. Danke. Wieder ein Leberhaken. Den hat der Canelo als Merkmal. Leberfetzer. Zusätzlich zu dem normalen Punch, den er dann landet. Und der trifft dann noch mal Leber dazu. Da bekommt der Gegner zusätzlich 15% Schaden abgenommen. Echt ist ein Hammer. Okay, er wechselt die Ausgangslage. Jetzt aber doch wieder zurück. Wir vorsichtig, wir abwartend. Okay. Sehr gut. Canelo kann so nicht fighten. Super Kombination von uns. Wir haben den dann gut erwischt. Vorsichtig. Sehr gut. Bewegung, meine lieben Friends. Hoppala. Der saß aber wirklich. Sich richtig, richtig bewegen. Wow, überragende Kombination von uns, meine lieben Freunde. Gehen wir mal weiter. Gute Runde, die Runde gehört uns. Wir werden nach wie vor so fighten. Abwarten, clever. Saubere Treffer zu landen und dann versuchen ihn irgendwie auszunocken mit den Kombinationen. Okay. Abwarten. Wir dürfen da nicht. Jab. Runde gehört uns. Hoppala, gut angewischt mit dem linken Haken von Canelo. Schauen wir mal, meine lieben Friends, Scorecards. Die müsste eigentlich jede Runde an uns gehen. Aber das Spiel spackt ja manchmal. Guckt. Zwei, beide Runden an Canelo, okay. Und jetzt, ihr habt es bisher gesehen. Okay, jetzt erklärt mir mal, warum. Unfassbar, nach dem Update passiert hier gar nichts Gutes. Und der Gegner freut sich ja noch. Seht ihr das? Unglaubliche Verbindungsprobleme. Defend yourself at all times, but this fighter hasn't defended themselves at all. Uh-uh.
exchanges from both men in this round, and he misses with that jab. Skill for skill, tap for tap, just like a match made in heaven. Down her right. Nope. Nice job landing that left counter. Sehr, sehr gut. In these middleweight type of fights, Johnny, you're obviously not going to see the speed of some of the power punch from us. Power you see in some of the heavier divisions, but you sort of get the best of both worlds. Back in the history books, some of the best fighters in the world were the middleweights. Yes, the glamour division is the heavyweight, we know. Hoppala, das habe ich gemeint. Disaster averted. This round still up for grabs with just 10 seconds to go. Frustrierend, meine lieben Friends. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weiß nicht, warum er die zwei Runden dann gewonnen hat. Das weiß ich wirklich. Da gibt es ja noch Cheaters, die die Runden einfach das sagst du dann einschalten und dann kannst du die Runde gewinnen. Egal wie stark du den Gegner verprügelt hast, wie viele Treffer du gelernt hast, sowohl am Körper als auch am Kopf. Und dennoch gewinnt der Gegner. Unglaublich. Aber war. Leider. Ich hoffe, dass es fixen so schnell es geht, weil sonst das macht keinen Spaß, niemand mehr dann. Hier auch. Drückt jetzt nicht weiter aus, welchem Grund auch immer. How is this fight still continuing? There's a counter shot. You know the scorecards are going to be all over the place in this one. Lands with the right counter. Nice offensive display, landing that left counter. Was eine Runde, mein lieben Friends, ey. Unglaublich, schau mal, was die Scorecards zusammen. Jetzt hat er bestimmt jede Runde wieder gewonnen. 100%. Nein, ausgeglichen, okay. Verstehe ich aber nicht, warum. Er hat mich gut gekannt hat. Nice counterpunch. They call it the chin. How strong is your chin? Do you have a glass chin? Ist es der Sink jetzt wieder? I've seen some fights with a granite chin. You can hit them with a sledgehammer. Ja. Der Gegner bricht ab, du. Als so ein Loser, man sieht, dass er verliert, dass er keine Chance hat, dann bricht er ab, meine lieben Friends. Also jetzt kommen wir so richtig dran ins Spiel und jetzt hat unglaublich, unglaublich. Naja, GG schon mal, wollen wir nicht respektlos sein, meine lieben Friends. Überhaupt nicht respektlos sein. Was haben wir hier? 10, 9, 10, 9, 10, 9, 3 für ihn und 3 für mich. Guck dir mal, das ist der obere Schiedsrichter, hat alles dann gegeben. Wir unten haben jede Runde gewonnen. Okay. Habe ich mich schon gewundert, meine lieben Friends. Also dann nehme ich alles zurück, was ich gesagt habe, mit dem Desync und so weiter. Das ist trotzdem noch da, das darf man nicht vergessen. Aber jetzt in dem Spiel dann hier war das nicht so. Ich habe gut gefightet, jede klare Runde dann gewonnen und bin, muss ich sagen, stolz darauf, mich, meine lieben Friends. Tja, Dragon, machen wir mal kurz Screenshot. Du, schade. So wirst du nicht weiter da kommen, aber ist mir auch egal, wir haben gewonnen. Friends, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch. Lasst ein Like und Abo da, wenn ihr es möchtet. Ist alles kostenlos, würde mich mega freuen. Euer Support, bleibt gesund und bis dann. Euer Be Ready for the Game.